Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Küche und einige Präpositionen und Artikel dazu an. Zuerst die Sätze. Er geht von Küche Bad. Dann geht er Kühlschrank und nimmt Saft her Saft stellt er Tisch. Er setzt sich hin. Oh, er hat noch Glas. Setzen wir ein. Er geht von der Küche von plus Dativ ins Bad. Ins, wohin, Akkusativ. Er geht von der Küche ins Bad. Dann geht er zum Kühlschrank, zu plus Dativ, und nimmt den Saft, Akkusativ, heraus. Dann geht er zum Kühlschrank und nimmt den Saft heraus. Den Saft stellt er auf den Tisch. Den Saft stellt er auf den Tisch. Auf den Tisch, Akkusativ, wohin? Er ist das Subjekt und deshalb heißt es, den Saft stellt er auf den Tisch. Er setzt sich hin. Oh, er hat noch kein Glas. Akkusativ, kein Glas. Akkusativ. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Er geht von der Küche ins Bad. Dann geht er zum Kühlschrank und nimmt den Saft heraus. Den Saft stellt er auf den Tisch. Er setzt sich hin. Oh, er hat noch kein Glas. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt eine kleine Wiederholung. Setzen Sie ein, Nominativ, Akkusativ oder Dativ. Wir treffen unsere Eltern, Akkusativ. Ihr gebt es euren Freunden, Dativ. Ich sehe meinen Vater, Akkusativ. Du
Du liebst deine Freundin. Akkusativ. Er hat sein eigenes Auto. Akkusativ. Sie sieht ihren Bruder. Akkusativ. Er hilft meiner Schwester. Dativ. Unsere Lehrer sind nett. Nominativ. Sie kommt aus meinem Dorf. Dativ. Sie ist auf ihren Sohn stolz. Akkusativ. Er erzählt von seiner Kindheit. Dativ. Wir sind in unserem Garten, Dativ. Vor meinem Haus ist, Dativ. Das Auto meines Sohnes, Genitiv. Er gratuliert seiner Schwester, Dativ. Zu ihrem Geburtstag, Dativ. Pass auf deinen Hund auf, Akkusativ. Ich mag meinen Kanal, Akkusativ. Wir sind in unserer Küche, Dativ. Wie geht es deinem Mann, Dativ? Er schickt mir eine Einladung, Akkusativ. Wo wohnt deine Tochter? Nominativ. Ist das dein Garten? Nominativ. Ich stelle es auf meinen Tisch. Akkusativ. Sie gab es unserem Bruder. Dativ. Wer ist euer Partner? Nominativ. Ich schenke es meinen Freunden. Dativ. Ihren Bruder kenne ich nicht. Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns Adjektive und Präpositionen an. Zuerst die Sätze. Er ist ... neidisch, das. Ich bin ... enttäuscht, das. Ich bin ... überzeugt, das. Ich bin ... interessiert, das. Sie ist ... begeistert, das. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Davon, B. Dazu, C. Daran und D. Darauf. Setzen wir ein. Er ist darauf neidisch, dass. Neidisch sein auf plus Akkusativ.
Ich bin davon enttäuscht, dass enttäuscht von plus Dativ. Ich bin davon überzeugt, dass überzeugt von plus Dativ. Ich bin daran interessiert, dass interessiert an plus Dativ. Ich bin davon begeistert, dass begeistert von plus Dativ. Und noch einmal alle Sätze. Er ist darauf neidisch, dass. Ich bin davon enttäuscht, dass. Ich bin davon überzeugt, dass. Ich bin daran interessiert, dass. Sie ist davon begeistert, dass. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns Verben mit Präpositionen an, und zwar die folgenden Sätze. Es führt, das. Ich warte, das. Ich erinnere mich, das. Ich sehe, ab, das. Es hängt, ab, ob. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Davon, B. Dazu, C. Daran und D. Darauf. Setzen wir ein. Es führt dazu, dass. Führen zu plus Dativ. Ich warte darauf, dass. Warten auf plus Akkusativ. Ich erinnere mich daran, sich erinnern an plus Akkusativ. Ich sehe davon ab, dass. Absehen von plus Dativ. Es hängt davon ab, ob. Abhängen von plus Dativ. Und noch einmal alle Sätze. Es führt dazu, dass. Ich warte darauf, dass. Ich erinnere mich daran, dass. Ich sehe davon ab, dass. Es hängt davon ab, ob. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt eine Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns eine kleine Geschichte an, mit der ich euch zu erkläre, aber auch einige andere Phänomene. Zuerst die Sätze. Ich habe ... gesucht. Ich habe versucht, dich an ... rufen. Aber vielleicht war es schon ... spät ... dir ... kommen. Bist du später ... Hause gegangen oder warst du ... Hause? Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. Dir. B. Dich. C. Nach. D. Nichts. E. Zum. Und F. Zu. Setzen wir ein. Ich habe dich gesucht. Suchen plus Akkusativ. Ich habe versucht, dich anzurufen. Versuchen plus Infinitiv anzurufen. Anrufen ist ein trennbares Verb. Aber vielleicht war es schon zu spät. Zu spät. Zu dir. Zu kommen. Aber vielleicht war es schon zu spät, zu dir zu kommen. Zu dir ist eine Präposition mit einem Pronomen. Sie steht mit Dativ. Zu spät zu kommen. Das letzte zu steht als Infinitivanschluss. Es war zu spät zu kommen. Bist du nach Hause gegangen? Oder warst du zu Hause? Mit dem Wort Hause verwenden wir nach bei der Richtung und zu beim Ort. Also, bist du später nach Hause gegangen oder warst du zu Hause? Und jetzt noch einmal der ganze Text. Ich habe dich gesucht. Ich habe versucht, dich anzurufen. Aber vielleicht war es schon zu spät, zu dir zu kommen. Bist du später nach Hause gegangen oder warst du zu Hause? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Fragewörter an. Beginnen wir zuerst mit den Sätzen. ... Seid ihr immer so laut? ... Hast du das bestellt? ... Nervt die ganze Zeit? ... Kommt die U-Bahn? ... Geht das? Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Wo? B. Wer? C. Wann? D. Warum? E. Wie? Und F. Wen? Hier gibt es manchmal auch mehrere Lösungsmöglichkeiten, wir nehmen aber sozusagen die beste. Setzen wir also ein. Warum seid ihr immer so laut? Das ist der Grund, warum. Wo oder wie hast du das bestellt?
Wer nervt die ganze Zeit? Das ist Nominativ. Wann kommt die U-Bahn? Temporal. Wie geht das? Und jetzt noch einmal alle Sätze. Warum seid ihr immer so laut? Wo oder wie hast du das bestellt? Wer nervt die ganze Zeit? Wann kommt die U-Bahn? Wie geht das? Ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die verschiedenen Kasus der Fragewörter an. Wir erinnern uns noch einmal an den Artikel Nominativ der, Akkusativ den, Dativ dem und Genitiv des. Und wir hängen meistens ein S an. Und jetzt die Fragewörter. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Nutzt das eigentlich? Punkt, Punkt, Punkt. Hast du vergessen? Punkt, 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 heißt hier Leo. Punkt, 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 Kinder spielen hier. Setzen wir ein. Wem nutzt das eigentlich? Dativ. Wen hast du vergessen? Akkusativ. Wer heißt hier Leo? Nominativ. Wessen Kinder spielen hier? Genitiv. Und noch einmal alle Sätze. Wem nutzt das eigentlich? Wen hast du vergessen? Wer heißt hier Leo? Wessen Kinder spielen hier? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt eine kleine Wiederholung. Vergleichen wir Fragewort und Artikel. Wer, wen, wem, wessen, der, den, dem, des, oder? Wer, der, wen, den, wem, den und wessen, des, Punkt, 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 es.
Setzen Sie ein. Pronomen. Akkusativ und Dativ. Sie fragt ihn ab. Er gewöhnt es ihm ab. Sie bringt es ihnen bei. Ich berichte es ihr. Er liest es ihr vor. Ich sage es dir zu. Er verdankt es mir. Sie zeigt ihn ihm. Sie besorgt es ihnen. Er sichert es ihr zu. Du glaubst es mir. Man liefert es ihnen. Sie melden ihn uns. Sie untersagt es ihr. Er teilt es mir mit. Ich erkläre es ihnen. Er vermietet ihn ihnen. Er borgt es ihr. Sie kauft sie ihr. Ich reiche ihn ihr. Sie richtet ihn ihr ein. Sie muten es uns zu. Er vererbt es ihnen. Er gönnt es ihnen. Sie widmen ihn ihr. Er befiehlt es euch. Er passt ihn dir an. Sie melden ihn ihm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb freuen genauer an. Fangen wir mit den Sätzen an. Ich freue mich schon, ... Sommer. Ich freue mich, ... damals. Die Freude, ... nächsten Sommer. Die Freude, ... das Fest damals. Ich erfreue mich,
Punkt, 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 dies, Punkt, 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 Bild, die Freude, Punkt, 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 Freunde. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Über, B. Der, C. An und D. Auf. Setzen wir ein. Ich freue mich schon auf den Sommer. Freuen auf Zukunft. Ich freue mich über damals. Über mit Gegenwart und Vergangenheit. Die Freude auf nächsten Sommer. Zukunft. Die Freude über das Fest damals. Vergangenheit oder Gegenwart. Ich erfreue mich an diesem Bild. Sich erfreuen an plus Dativ. Die Freude der Freunde, das ist Genitiv. Genitiv, Plural, der Freunde. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Ich freue mich schon auf den Sommer. Ich freue mich über damals. Die Freude auf nächsten Sommer. Die Freude über das Fest damals. Ich erfreue mich an diesem Bild. Die Freude der Freunde. Und jetzt eine kleine Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb umziehen genauer an und wie man es verwendet. Zuerst die Sätze. Endlich ist er umgezogen. Er zog eine neue Wohnung. Den alten Schrank hat er genommen. Er hat ihn geräumt. Jetzt zieht er um. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Mit, B. Ein, C. Nichts, D. Sich und E. Ein. Setzen wir ein. Endlich ist er umgezogen. Das heißt, er hat jetzt eine neue Wohnung. Er zog in eine neue Wohnung. Das Verb ist hier ziehen und die Präposition in plus Akkusativ wohin. Den alten Schrank hat er mitgenommen. Mit ist hier ein Präfix, mitnehmen. Er hat ihn eingeräumt. Ein ist hier auch ein Präfix. Das Verb ist einräumen. Jetzt zieht er sich um. Sich umziehen heißt die Kleidung wechseln. Sich umziehen.
reflexiv und im ersten Satz umziehen, die Wohnung wechseln, nicht reflexiv. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Endlich ist er umgezogen. Er zog in eine neue Wohnung. Den alten Schrank hat er mitgenommen. Er hat ihn eingeräumt. Jetzt zieht er sich um. Jetzt kommt eine kleine Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es und gebt mir ein Like. Bis dann, ciao!